Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Gitte. Wir sind noch in der Lügnerzuflucht und ist gerade rausgekommen aus dieser Spalte hier, glaube ich, wo wir die Pfeimer gefunden hatten. Ja. Und wo wir uns den Langhammer geholt haben. Ja, ja, Serana. Es war ganz schön anstrengend mit dir. Ja, und jetzt gehen wir mal raus und dann wollen wir noch den letzten Versuch starten, bevor wir zu der Dämmerwacht gehen, ob wir nicht vielleicht doch noch das letzte Blut finden. Uns fehlt noch Blut von einem Hochelf. Ja. Hey, Langhammer, bring uns doch eine Runde. Oh. Was beim Reich des Vergessens? Wer ist da? Bleib doch stehen, lauf doch nicht. Ja klar, immer wenn du nicht triffst, dann kommt die sofort angesetzt. Ich sehe doch, dass ich etwas gehört habe. Mann! Jetzt mal rein, die weg. Ach, jetzt reicht's auch. Ich danke euch. Hast du schon wieder einen aufgeklingelt? Das hätten wir geschafft. Mann, Mann. Serana. Ja, ja. Das hat uns letztes Mal schon so ein bisschen Schwierigkeiten bereitet. Das größte Problem ist, bei ihr ist gar nicht mal, dass sie so nach vorne springt und so. Das Schlimmste ist bei ihr im Grunde, dass sie ständig Leute aufweckt und die dann verschleppt. Ja. Meine war wahrscheinlich schon vorher. Ach so, das ist wahrscheinlich der Ascherhaufen. Ja. Ja. Meine Dinge, ja. Da waren wir ja schon. Ja, ja, die hatten wir ja schon. Die ganzen Ascherhäufchen von ihr. Und damit macht es uns eigentlich auch unmöglich. Die hatte ich noch nicht. Nee, die war jetzt neu. Die habe ich getroffen. Ja, und wenn sie die verschleppt, dann macht es auch uns unmöglich, das Blut zu saugen, was wir eigentlich saugen müssen. Ja. Da bin ich jetzt gespannt. Hier sind wir jetzt erst mal fertig. Ja, hier fertig. Aber es macht die Sache ganz schön blöd irgendwie. So, wir wollen jetzt noch in eine Höhle reingehen, wo möglicherweise ein Hochelf drin sein könnte, weil es Banditen gibt in der Höhle. Das wissen wir, weil wir haben auch einen Auftrag. Und das ist eigentlich auch immer da. Und zwar die Flöte von Panthea. Ich guck mal, hier haben wir. Natürlich, wenn jetzt unsere liebste, kleinste, netteste, freundlichste Serana dann wieder gerade genau den aufweckt und entführt, dann haben wir schlechte Karten. Jetzt müssen wir sowieso gucken, wie wir da überhaupt hinkommen. Von hier ans Meer und da entlang, hm? Ja. Ich meine, da haben wir noch gar nichts entdeckt, sowieso in der Gegend. Ja. Bietet sich ja an, hier ein bisschen spazieren zu gehen. Machen wir das mal. Mal sehen, wenn sich Serana nicht benehmen kann, dann liefert man sie in der Dämmerwacht ab. Ja, müssen wir dann machen, aber ich meine. Sie. Das ist blöd. So. Ich meine, sonst finde ich sie nämlich wirklich gut. Wer aber ist diese da? Blöde Totenbeschwörung, das ist was von. Och, Serana! Hand oder was ist da jetzt? Sind die eigentlich immer hier? Man kann gar nicht so schnell laufen, dass man die Leute noch vorher kriegt, bevor sie dann irgendwie. Silberne Hand ist hier. Verdammt! Genug! Das hätten wir geschafft. Wo ist denn? Da ist er. Ja, eine silberne Hand. Klar, und auf dem Dach ist auch noch eine. Oder auf diesem Ding da oben. Ja, aber ja. Können wir vergessen eigentlich. Ja. Und die silbernen Hände sind auch keine Elfen. Das sind einfach ganz normale. In diese Richtung. Das ist mal Nordend wahrscheinlich. Wir sind da, wir sind in die Richtung. Na gut, wir gehen mal in die Richtung, solange es geht. Ich
Liegt wahrscheinlich auch in der Straße. Ja, du kannst eigentlich im Grunde genommen... Du kannst dir eigentlich keinen Fehlschuss erlauben mit Serana. In dem Augenblick, da springst du nach vorne. Nee, aber es passiert natürlich immer wieder, dass sich einer bewegt, wenn ich schieße. Ja, genau, ist klar, in dem Moment. Das ist normal. Ich weiß wohl. Passiert ja immer wieder. Natürlich. Aber ich meine ja nur eben, in dem Augenblick, ja, stirbt er da vorne wie eine Verrückte. Ja, ja, wie gerade eben. Ja. Und sie nimmt natürlich keinen Bogen, weil Pepe hatte gehofft, dass sie auch mal einen Bogen nimmt. Nimmt sie natürlich nicht. Nee. Ist Kampfmagierin mehr oder weniger und Totenbeschwörerin. Ja. Und das sind halt ihre. Damit kämpft sie hauptsächlich. Was ist das eigentlich? Ist gar nicht auf der Karte eingezeichnet. Nee, ist es nicht. Die Dinger sind nicht da auf der Karte. Ach, ich glaube, wir waren aber da ist schon sowieso nichts. Wir waren da auch, glaube ich, schon mal. Ja, die Hawker werden angegriffen, glaube ich. Ja, Bär. Bär kämpft gegen den Hawker. Aber das kann uns eigentlich erstmal egal sein. Ja. Es sei denn, er kommt gleich auf uns zu. Gut, dann natürlich der blöde Idiot. Wozu haben wir Kühne? Karte! So, sein braves Teddybärchen. Ja. Und zupf dich. Du hast doch schon was zu essen. Ist es auch? Naja, vielleicht schmecken ihm Menschen besser wie Hawker. Mal, die schmecken vermutlich immer so tarnig. Meinst nicht? Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass ihr also komische Sachen immer anhabt. Die müssen ihn eigentlich nicht gut bekommen. So eine Detra-Rüstung und so. Naja, musst du eigentlich Magenschmerzen kriegen davon. Höhle am Hopswasserfall entdeckt. Ja. Scheint hier unten zu sein. Ja, muss ich auf der anderen Seite runter, oder? Da geht's wollen wir einfach hin. Von mir aus. Jetzt schon wissen, was du da. Wirst du dann schon merken, was du davon hast. Ja. Ui. Da sind wir. Doch mal rein. Serana, benimm dich. Hier ist ja blutig. Was habe ich eigentlich an für eine Kette? Feuerblitzschutz ist okay. Höhle am gucken, was uns da erwartet, außer einer Flöte. Jede Menge. Also wenn wir dann mal fertig sind und in die Städte wieder reinkommen, haben wir eine Menge Aufträge abzuliefern. Ja. Und einiges an Belohnung, um eins passieren. Einfach hier lassen oder was? Habe ich auch verstanden, ja. Müssen wir mal vorsichtig sein. Es sind nicht nur Feinde hier. Vielleicht sind hier auch Opfer. Nee, das ist nicht. Da sollte man dann Vorsicht walten lassen. Auf jeden Fall immer gut speichern. Mhm. Ach, Skelett. Den hauen wir doch mit der blanken Faust um. Ja.
Ja, wer weiß, wer da noch ist. Die sind schön langsam, die kannst du gut treffen. Ja. Pepe ist ja immer noch sehr erkältet, hat keinen Appetit und so. Aber spielen kann er noch. Ja, das geht noch. Also Hurra, bei den hat er geschrien? Nee. Der hat doch Hurra geschrien, oder nicht? Das hat er nicht, nein. Ach, im Toten, Matthias. Tja. Leider wohl gar keine kein Banditen Hoch. Da gar keine Banditen drin. Dann sind hier Magiere drin. Stiege, Buchte, geht. Oh, das ist ein kleiner Steinchen. Na. Der will aber nicht mitkommen. Was? Beschädigtes Buch? Der liest beschädigte Bücher? Würde ich nicht machen. Nee, ich auch nicht. Oder? Ja. Nee, beschädigte Bücher sind immer blöd. Was? Wenn da die wichtigsten Seiten fehlen, dann ja. Beim Krimi zum Beispiel die letzten Seiten ist doch nicht. Ja, das hatten wir ja schon mal. Danke. Ziemlich blöd. Ja, ja. Wir waren auf so einer einsamen Insel, dann gab es mal so ein Buch, da war. Es waren Krimi und die letzten Seiten fehlen. Ja, alle waren heiß auf, was zu lesen. Ja. Das Einzige, was vollständig war, war das Gesichtsmuster von dem Typen da, der diese Scientology-Sekte da gegründet ja. hat. Skeletties. Wer ist da? Was? Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Aha! Aha, sagt er. Oh, ja. Dann gucken wir den mal schnell an. Ich meine, bevor er hier auferstehen muss. Siehst du? Blutsaugen. Wunderbar. Wir haben sie alle. Gut, aber wir machen jetzt weiter und holen uns jetzt, was wir eigentlich holen wollen. Aber das sollte man mal speichern. Aber auf jeden Fall. Ich glaube nämlich nicht, wenn Serana die nämlich einmal wiederbelebt hat, glaube ich, da hat sie mir schon das Blut weggenommen, denke ich mir mal. Nee, ich glaube, wenn sie mal Asche sind, dann geht es nicht mehr. Dann kann man da mehr. Das ist ja eigentlich auch normal. Also ich meine, das ist einigermaßen realistisch. Ja, Asche kann man schlecht. Kann man schlecht Blut absaugen. Blut absaugen, das stimmt. Wenn sie gerade frisch tot sind, kann man noch gut saugen, aber. Ich weiß nicht, ob es hier Fallen gibt, also aufpassen musst du schon ein bisschen. Ja, ja, ich guck ja. Oh, das sieht aber nach Meeren aus, hä? Natürlich. Himmel. Der ist weg zur Seite gesprungen. Bist du? Ein springendes Skelett. Der springt aber jetzt nicht mehr. Aber irgendwo sieht es ja schön aus hier. Oh. Oh, was für eine schöne Hängebrücke. Das ist eine richtige Hängebrücke, nicht so eine mit Stahl und so. Ich glaube, hier würde ich mich nicht rühren. Obwohl, es war ziemlich breit. Oh, sie ist breit. Aber die schwankt ja. Und schwankt ja auch so gut wie gar nicht. Ein Adept. Mit mächtigen und schwarzen Seelensteinen. Und meinem Bolzen. Ja. Noch mehr. Ja. Noch ein. Ja. Dass die hier nicht frieren in ihren dünnen Röckchen, die wir da haben. Ich glaube, der ist ziemlich weg. Ja. Der ist hin und weg. Da hinten sind auch noch welche. Zwei ja. Stück sehe ich. Zwei Stück habe ich auch gesehen. Aber brauchen wir nicht mitnehmen. Nö. Bringt ja auch nicht viel. Nee. Ja, die können ja auch mal wieder welche auferwecken. Wer ist da? Abgesehen von Skeletten.
Wer ist denn da eigentlich? Keiner mehr. Es waren zwei und ein Skelett. Das Skelett hatte einen Amethyst. Aha. Hier geht noch mal ein Gang ab. Ja. Nett. Sehr guck nett. Mal, ist doch schön ja, hier. Ist richtig so gemütlich. Ja, mit den aufgespießten Menschen. Das muss ganz schön stinken. Höchste Heilung nehmen wir mit. Die Prüfung, die Gutierrezeprüfung haben wir, glaube ich, schon. Ich glaube, den haben wir schon. Für starke, leere Flaschen. Sind ja die reizenden Säufer hier. Tja. Die Dunkelheit macht mir nichts aus, aber ich habe wirklich mehr als genug Zeit in Höhlen verbracht. Ach so. Komm, hattest du nicht vorhin gerade gesagt? Ach, naja, ist ja klar. Nee, hey. Verstehe schon, aus den Höhlen verstehe. Aber wenn du draußen bist, dann stört dich das Licht der Sonne. Ja, irgendwas stört sich doch immer. Und wenn es regnet, dann stört dich das Wetter in Himmelsrand. Oh, toll. Salz der Leere gut. Wieder. Alles das ist gut. Gut. Lichtmütter. Mehr sehe ich hier nicht. Geringe Magika. Hallo Ziege, was haben sie denn mit dir gemacht? Tja, wir brauchen eigentlich nichts mehr. Nö, wir brauchen kein Horn, kein Bein. Elfenohr. Aha, die nehmen wohl immer ihre Trunks, ihre Drinks, um hier sich gegen die Kälte zu schützen. Ja, scheint so. Glitzgrüne haben wir schon. Jo. Bringt ja auch nicht viel. Nee. Oh ja, das ist auch relativ schwer. Brauchen wir alles nicht. Nein, wir brauchen immer nur Drachenkorn, stimmt's? Wir sind doch reich. So, die eine Abkürzung müssen wir uns... Was heißt Abkürzung? Den Eingang müssen wir uns dann nochmal angucken. Ja, auf jeden Fall. Hier, da fehlt uns und da oben waren wir auch nicht. Nimm mal auf den Rückweg dann. Ja. Aber jetzt wird es vermutlich etwas heiß, ja. Deswegen speichere ich da mal. Da ist eine Falle, ganz offensichtlich. Uiuiui. Ui, ui. Nicht nur eine. Oh, eine Frostmangel diesmal, nicht Feuer. Von wegen heiß. Die frieren dich ein. Ja. Aber wenn man hier ein bisschen geschickt läuft, kein Problem. Oh, da ist noch einer. Ja. Die schlendern in uns. Oh ja. Der schlendert nicht mehr. Ja, aber sind gut zu treffen für dich, weil die ja, so weil sie langsam nicht laufen. Ja, und vor allen Dingen. Ey, du musst mal wieder dein Ding auf hier mich zu oder von mir weg. Ja, jetzt wird's Zeit. Hm. Nee, Heldenmut brauchen wir nicht. Wir sind selber Helden. Wir sind Helden. Ja, ja. Das sind schwarze Sterne. Dann sollst du mal wieder auf deinen Bogen gehen. Ja. Drachenseelen, Feuerbogen. Auch schön voll, das ist gut. Totenschädel.
Ich bin nicht alleine, weil er ja mit jemandem redet, mit jemandem auf dem Weg. Oder sind einige. Ein Meister. Wer ist da? Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Das war daneben. Ja, das war daneben. Ich werde Zeuge meiner Macht! Ja, der Rainer, du bist ja auch nicht gerade besonders leise, wenn du sagst, wer ist da, ja? Er saugt dich auf. Er hat dich geheilt. Und dich punkt er, macht er. Na, wenn du tot bist, bist du tot, was ich, wenn du das jetzt mal gespeichert hast. Wohl gar nicht. Vor langer Zeit erst. Der solltest du nicht. Nö, können. So lange ist das noch nicht. Ja. Nein, warum trotzdem noch mal. Aber. Machen, dann nehmen wir lieber eine ewige Heilung. Ja, wir haben ja reichlich gefunden. Ja, das ist schon ein langsam Laufen, das ist das Problem. Wenn er dich eingefrostet hat. Ja. Das haben wir geschafft. Ja. So. So das ein haben Misthund. Wir geschafft. Haben wir noch genug Dölcher für die Kinder? Das weiß ich nicht, da bist du derjenige welche, weil ich bin meistens nicht dabei, wenn du jetzt ablegst. Nehmen wir mal oder wieder einen mit. Wenn du da irgendwie auf Arbeiten im Rosseblick berichtest. Da hinten geht's hoch. Gut, wir werden jetzt mal erstmal Schluss machen müssen. Na gut. Gehen wir mal, wir werden hier auch. Dann holen wir uns die Flöte beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal, ganz genau. Okay, ciao. Bis dann, tschüss.